Von Pamela Schuppner, Kim Wahlbrühl, Katrin Koster und Nina Gummersbach, oh, ist die süß. Valentin Lusin kann von seiner kleinen Tochter Stella einfach nicht genug kriegen. Ist ja auch klar, schließlich sind der Profitänzer und seine Frau Renata gerade mal vor knapp 2 Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Doch der fleißige Neupapa hat die erste Let's Dance Trainingswoche schon hinter sich, und das trotz unruhiger Nächte. Genau der richtige Zeitpunkt, um mal nachzufragen, wie es zwischen Wickeltisch und Tanzparkett so läuft, oder? Wie es Valentin mit der neuen Doppelaufgabe geht, zeigen wir im Video. Aber auch, wenn Stella ihn immer begleitet. Valentin liebt eben auch das Tanzen und ist beim Training immer konzentriert. Nur die Mittagspausen sehen seit der Geburt seiner Tochter anders aus. 10 Minuten Schläfchen und 5 Minuten Babyschwärmerei stehen da auf dem Programm, so Ann-Kathrin im RTL-Interview. Dabei ist Renata viel mehr Maschine als Valentin, ergänzt die 24-Jährige. Die frisch gebackene Mama ist nämlich diejenige, die Stella ständig stillen muss und sich die Nächte um die Ohren schlägt. Woher sie das weiß? Na, weil die beiden Frauen in engem Kontakt stehen. Ich kann noch nicht mal einen auf übermüdet machen, lacht Valentin.